CryptoKitties. Es gibt keinen Gegenwert, denn Geld ist immer virtuell. Geld ist immer CryptoKitties. Willkommen zum Red Podcast, der Science-Fiction-Analyse und Schreib-Podcast. Heute mit Jasper. Hallo Jasper. Hallo Sönke. Heute sprechen wir über Bitcoin und Science-Fiction und das ist ganz zufälligerweise auch der Titel des Podcasts von Jasper. Magst du dich mal vorstellen? Ja, hallo, ich heiße Jasper. Ich arbeite als Entwickler hauptberuflich, mache auch viel so mit den Kunden, Kundenbetreuung, mit denen besprechen, was sie haben wollen und so. Und ja, nebenher beschäftige ich mich viel mit Bitcoin und ja, ansonsten mit Sci-Fi. Und ja, was ich im Podcast nicht sage, ich höre sehr gerne und sehr viel Musik, so Schwerpunkt elektronische Musik. So einen kurzen Disclaimer. Ich habe schon sehr früh von Bitcoin mitbekommen und weil ich ja auch in der IT arbeite und in der Softwareentwicklung, haben wir auch uns Blockchain und die Technologie dahinter sehr früh angeguckt. Und es ist ja so eins der Buzzwörter, das ist schon vorbei. Auch künstliche Intelligenz als Buzzword ist schon vorbei. Im Moment ist das Buzzword, das gerade kommt, Plattforming. Und diese Buzzwords, die kommen halt alle paar Jahre. Die Ideen dahinter sind meistens nicht neu. Die Ideen sind eigentlich nie falsch. Aber die Frage, was sich davon durchsetzt, das entscheidet sich über die Jahre. Zustimmung. Es ist keine Frage, dass unser augenblickliches Geld- und Wirtschaftssystem kaputt ist. Es ist keine Frage, dass die Reichen immer reicher und die Armen immer armer werden. Und es ist keine Frage, dass wir unbedingt etwas dagegen tun sollten. Die Frage, um die es später gehen soll, ist Bitcoin ein Weg in die richtige Richtung oder ist Bitcoin die Lösung oder ist es etwas, das überhaupt nicht funktioniert? Ganz generell möchte ich kurz zwei Zitate vorlesen, denen ich auch vollkommen zustimme, auch wenn ich gleich danach mich gegen diese Zitate richten werde. When a distinguished but elderly scientist states that something is possible, he is almost certain right. When he states that something is impossible, he is very properly wrong. Clarke's First Law aus Clarke's Three Laws von Sir Arthur Clarke, dem berühmten Science-Fiction-Writer. Und noch ein zweiter Science-Fiction-Writer kommt dazu. Ein Zitat aus The Salmon of Doubt von Douglas Adams. I've come up with a set of rules that describe our relationship to technologies. First, anything that is in the world when you're born is normal and ordinary, and it's just the natural part of the world in which it works. Second, anything that's invented between your 15th and 35th year is new and exciting, revolutionary, and you can probably get a career in it. Three, anything invented after your 35th is against the natural order of things. Und dazu muss ich sagen, ich bin 41. Okay, ich sag mein Alter jetzt nicht, aber bei mir passt das auch. Gut. Wir versuchen offen zu bleiben, aber die beiden haben recht. Ja, je älter du wirst, je mehr du weißt, je schwieriger ist es, dieses Wissen über Bord zu werfen und dich einfach frei von irgendwas inspirieren zu lassen. Ich versuche es trotzdem und versuche sehr offen, mir alles Mögliche anzulernen und anzuhören. Das ist auch mein Job und ist von meinem Job erwartet. Ich höre halt auch sehr oft die gleichen Argumente und dieselben Gegenargumente. Und ich fühle mich eher auf der Seite der Gegenargumente stehen und mir gefällt das eigentlich nicht. Ich würde schon gerne wissen, sehe ich irgendetwas nicht? Habe ich irgendetwas übersehen oder sind die anderen Leute falsch? So, dann würde ich gerne deswegen anfangen mit der Vision. Ja, also die Vision von Bitcoin, wie ich sie verstanden habe, ist ein Zentralbanken- und bankenunabhängiges Geld, ein sozusagen gerechtes Geld und ein gedecktes Geld. Also ein Geld, das eine Gegendeckung hat. Ja, nicht wie normales Zentralbankgeld, das von der Zentralbank nach Gutdünken ausgeschüttet werden kann. Früher hattest du eine Golddeckung. Ganz, ganz früher war Gold das Geld. Ja. Und inzwischen können Zentralbanken einfach Geld ausschütten und sagen einfach, okay, Banken, ich möchte, dass ihr so und so viel Kredite ausgibt. Und die sind von uns gedeckt bis zu einer Höhe von so viel. Und alles andere ist eure eigene Schuld. Das ist unser augenblickliches Geldsystem und wir müssen auch sagen, seit 2008 werden Hunderte von Milliarden jeden Tag erstellt und in den Markt gepumpt. Ein Geld, für das es
eigentlich keinen Gegenwert gibt, weil die Wirtschaft der Welt, die Wirtschaftskraft der Welt wächst nicht um 200, 400 Milliarden jeden Tag seit 2008. Und das Geld ist irgendwo. Und das ist die Erklärung für die hohen Immobilienpreise. Das ist die Erklärung für die hohen Aktienpreise. Und das ist auch ein Problem, es ist die Erklärung für die hohen Bitcoin-Preise und die Erklärung für den ganzen Kryptowährungs-Investment-Wahnsinn. Ja, da würde ich jetzt erstmal zustimmen. Also diese Zentralbanklosigkeit ist ein sehr wichtiger Punkt. An der haben sich auch schon sehr viele Leute abgearbeitet. Also mir begegnet auch immer dieser Hass auf die Zentralbanken, den ich zum Beispiel gar nicht teile. Also ich hoffe, das überrascht jetzt nicht. Für mich ist Bitcoin eigentlich so ein Experiment, zu gucken, ob die Leute verstanden haben, wie das Geld momentan funktioniert, beziehungsweise ob sie eben dafür sind, dass es so funktioniert. Also meine These wäre, dass ganz viele Leute immer noch beeinflusst sind von Marketing oder im Prinzip von der Geschichte des Geldes, dass es aber eben irgendwann abgekoppelt worden ist, jetzt vom Goldstandard. Ich weiß nicht, ob das wirklich bei allen schon so angekommen ist. Und das wäre halt meine These, dass Bitcoin jetzt quasi so ein Splitter ins Fleisch ist, den man jetzt eben entweder rausziehen muss sozusagen, der einen ärgert, mit dem man sich ein bisschen beschäftigen muss. Und ganz interessant wird eben, wenn sich mehr und mehr Leute damit beschäftigen, auf welcher Seite sie denn landen. Also ob die eben sagen, ja klar, also das Zentralbankgeld funktioniert und wir wollen das auch genauso. Oder ob sie eben sagen, naja, aber ich gehöre jetzt eben nicht in die Klasse, die sich Häuser kaufen kann, um darin zu sparen. Oder ich habe auch kein Verständnis oder Zugang zum Aktienmarkt. Und da finde ich eigentlich sowas wie Bitcoin ganz nett. Vielleicht solltest du kurz erklären, was Bitcoin ist. Ich würde sagen, Bitcoin ist ein Netzwerk und ein Gut, was man über dieses digitale, dezentrale Netzwerk eben sich einander zukommen lassen kann. Und das eben ohne, dass man noch die Berechtigung braucht von irgendjemand Dritten, also wenn man jetzt das Netzwerk selber nicht als Dritten sieht. Ja, das ist es eigentlich. Also wichtig ist eben die Qualität des begrenzten Bitcoins. Also es gibt eben am Ende, wenn alle Bitcoins gemeint sind, nur knapp 21 Millionen und es werden auch nicht mehr. Also das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den viele Leute auch kritisieren. Aber das macht das Ganze aus der Sicht von anderen so ein bisschen transparenter oder besser planbar. Dazu sollten wir kommen zu Bitcoin als Technologie. Also als ich das Paper gelesen habe, das ist schon ziemlich lange her, als es gerade aufkam und wo man auch mit seinem Hausrechner hätte noch meinen können, habe ich das verstanden als ein Proof of Concept, als ein POC. Ja, das sagt, okay, wir setzen jetzt eine Blockchain auf. Zu, okay. Eine Blockchain ist generell eine dezentrale Datenbank. Also wir haben eine zentrale Datenbank, in denen viele Tenants auf eine zentrale Datenbank zugreifen, da lesen und schreiben. Das Lesen ist kein Problem. Das Schreiben ist ein Problem, weil du davor musst du den Satz, du musst den Datensatz, den du schreiben willst, vorher irgendwie blocken, damit er nicht gleichzeitig geschrieben werden kann. Und das führt bei zentralen Datenbanken, die von überall auf der Welt zugegriffen werden, zu möglichen Problemen. Und da muss man dann sich Gedanken darüber machen. Eine Gedanken, die man sich darüber gemacht hat, sind dezentrale Datenbanken, die sich gegenseitig updaten. Und dann gibt es zwischen denen sogenanntes Delta-Handling. So, das heißt, dezentrale Datenbanken, diese auch eine Technik, das, was wir eigentlich jetzt als Blockchain bezeichnen, das ist alt. Das ist nicht neu. Ja, was neu ist, ist die Entscheidung, wie man darauf kommt, wer hat jetzt Recht in dieser dezentralen Datenbank. Ja? So in einer dezentralen Datenbank, die von zentralen Stellen gemanagt ist, kann man bestimmte Wertigkeiten aussagen und kann sagen, okay, dieser Teil ist der alle anderen überschreiben kann, der hat immer Recht, oder ich entscheide jetzt, wer Recht hat. Diese Signaturen, das wird zentral gemanagt bei klassischen dezentralen Datenbanken und das ist bei Bitcoin anders. Bei Bitcoin gibt es das sogenannte Proof of Work. Jasper, vielleicht möchtest du das erklären. Also ganz grob, beim Proof of Work ist eigentlich die Idee, dass der die meiste Rechenleistung aufbringen kann oder jedenfalls so statistisch verteilt nach Rechenleistung, darf man bestimmen, was in den nächsten Block in die Blockchain kommt. Das, also
wie kann man sich das vorstellen? Das wird immer als Wettrennen beschrieben. Also es gibt eben ganz viele Leute, die am Mining teilnehmen. Die haben also Rechner oder ganze Rechnerfarmen am Laufen. Und die versuchen jetzt eben einen bestimmten Wert zu errechnen, der den nächsten Block in der Blockchain valide macht. Also, oh Gott, da kann man jetzt beliebig tief einsteigen. Aber ja, sagen wir, also da müsste ich jetzt eigentlich fast noch zurückgehen, was denn überhaupt in diese Blöcke reinkommt. Also du, jetzt sagen wir mal, Sönke, du willst mir irgendwie Bitcoin überweisen. Dann schreibst du eben eine Transaktion, aber diese Transaktion, also die kannst nur du signieren, weil du nur du hast den Private Key, der quasi zum Public Key passt, der in der vorigen Überweisung sozusagen Transaktion drin ist, der dir den Bitcoin übergeben hat. Also man kann immer nur Bitcoin weitergeben von quasi Private Key Owner zu Private Key Owner zu Private Key Owner und du kannst sie jetzt also signieren. Damit ist sie jetzt signiert und an sich schon mal eine korrekte Transaktion, aber die ist eben noch nicht Teil der Blockchain, sondern du schickst sie einfach raus in das Netz der Miner und die können jetzt diese Transaktion aufnehmen. Das machen sie, weil als Teil der Transaktion du immer einen kleinen Betrag auch als Belohnung, also als Transaktionsgebühr mit angibst. Und ja, die haben jetzt also diese ganzen Transaktionen, die da irgendwo rumfliegen und die packen die jetzt in einen Block. So, das heißt einfach nur, die tun die, kann man sich wirklich so vorstellen, wie in eine Textdatei alle nacheinander. Und jetzt fangen die an, noch einen zusätzlichen Wert zu finden für diesen Block an Transaktionen, sodass die Quersumme, also die Quersumme kann man sich fast vorstellen, wie dass diese ganzen Transaktionen einfach aufaddiert werden. Ist natürlich ein mathematisch bisschen komplizierteres Verfahren, damit das halt nicht, damit man nicht schätzen kann, wenn ich einen Wert wie verändere, kommt eine bestimmte Quersumme raus. Also man weiß nicht quasi jedes Mal, wenn man wieder den Wert ändert, was für eine Quersumme da rauskommt. Man muss es also wirklich ausprobieren, Wert für Wert für Wert. Also ich packe quasi unten in die Textdatei eine 1 und dann gucke ich die Quersumme, entspricht die jetzt meinem Wunsch? Wenn ja, dann super, dann habe ich quasi den Block gefunden. Wenn nicht, dann versuche ich es mit der 2, mit der 3, mit der 4, mit der 5. Technisch natürlich alles komplizierter, das verstehe ich, muss ich ehrlich sagen, im Detail auch nicht, aber so stelle ich es mir jetzt vor. Also bitte nicht irgendwie gleich, Jasper, du hast das falsch, völlig falsch erklärt. Und so, das versuchen eben alle Miner. Und irgendwann findet ein Miner den richtigen Wert. Und kann jetzt sagen, hier, pass auf, ich hab diesen Block und ich habe diesen Wert gefunden, dass die Quersumme eben dieser Qualität entspricht. Und dann gucken sich die anderen Miner das an und sagen, und die Nodes, die sagen dann, ja, alles klar, das stimmt, jetzt hängen wir den an die Blockchain und alle anderen Miner haben jetzt quasi verloren, jetzt machen wir den nächsten Block wieder von vorne mit denen Überweisungen oder Transaktionen, die seitdem eben wieder ins Netzwerk geschickt wurden. In einer alten dezentralen Datenbank hätte jede dieser dezentralen Datenbankinstanzen einen Schlüssel, mit dem man den Block signieren kann. Das ist kein Problem, weil jede dieser dezentralen Datenbanken wäre dir bekannt und die hättest du aufgesetzt als Admin und hättest ihr einen Schlüssel gegeben und dann weißt du, wenn sie das verschlüsselt, den kannst du vertrauen, weil das ist deine Datenbank. Bei Bitcoin ist das ein Problem, weil genau diese Vertrauen willst du nicht haben. Also du willst nicht vorher sagen, wer an dem Markt mitmischen darf, sondern der Markt soll offen sein für allen. Wie können wir jetzt allen vertrauen, dass sie uns nicht bescheißen? Dass nicht irgendwer sagt, der sich selbst eine Milliarde zuschustert und dann sagt, ich signiere diesen Block und fertig, und das habe ich jetzt gemacht und jetzt habe ich eine Milliarde Edgy Badge. Um das zu machen, kommt dieses mathematische Rätsel, das Jasper gerade sehr schön beschrieben hat, zum Einsatz. Und das Ziel von Bitcoin ist, alle 10 Minuten einen Block zu schreiben. Und je mehr Leute mitmachen, um diesen Block schreiben zu wollen, je komplizierter wird die mathematische Aufgabe, die errechnet werden muss, damit man den Block schreiben darf. Und derjenige, der halt die Arbeit gemacht hat, deswegen Proof of Work, der also die richtige Antwort als erster gefunden hat, der darf das signieren. Ja, das ist also, es ist wichtig dabei, dass diese Berechnung relativ kompliziert ist, aber das Prüfen der Berechnung relativ einfach. Und jede mathematische Berechnung, Hash-Berechnung, Primzahl, Faktorisierung in der Art, dass
die diese Anforderungen entspricht, dass man es einfach prüfen, aber schwer berechnen kann, ist akzeptabel, um einen Proof of Work zu machen. So, also, wie gesagt, man macht es komplizierter. Im Fall von Bitcoin werden Nullen am Ende erwartet. Also man möchte erwartet einen bestimmten Wert, und dieser Wert braucht angesetzte Nullen noch hintenher. Und je mehr Nullen, je komplizierter ist es, diesen Wert zu finden. Ich denke, damit haben wir die Technologie eigentlich ziemlich schön erklärt. Es ist eine dezentrale Datenbank, in der jeder einen eigenen Datenbankknoten aufmachen kann, in den jeder reinschreien kann, wenn er der Meinung ist, er hat das Rätsel gelöst, um es zu verschlüsseln. Und um einen Anreiz zu schaffen, gibt es bestimmte Anzahl an Bitcoins. Die halbieren sich, bin ich nicht ganz sicher, alle 210.000 oder so, bis es irgendwann mal bei diesen 21 Millionen aufhört. Das heißt, nachdem die alle 21 Millionen Bitcoin gemeint sind, wird es Transaktionsgebühren geben müssen, damit es noch Sinn macht, dass Leute sich die Arbeit machen, das zu verschlüsseln. So, ich habe es mal kurz ausgerechnet. Selbst mit den für den Miner würde es immer noch Sinn machen, mit den 10.000 bis 20.000 Transaktionen, die in dem Block drinstehen können, wenn sie den letzten Teil eines Bitcoin bekommen, der bei der letzten Mining-Stufe ausgegeben wird, mit denselben Kosten weiterzumachen. Allerdings sind diese Kosten beim augenblicklichen Stand des Bitcoins sehr hoch. Das heißt, es ist fraglich, ob eine solche Überweisung für den Benutzer des Systems Bitcoin Sinn macht, wenn es Sinn macht für den Miner. Das ist das eine. So, da müssen wir uns auch keine kurzen Gedanken drüber machen. Das passiert erst, dass der letzte Block gemeint ist, im Jahr 2140. Ja, also das ist Bitcoin. Wenn Bitcoin irgendwann sterben wird, dann wird Bitcoin davor sterben. Ich denke, wir haben die Technologie jetzt ganz nett beleuchtet. Ein Problem beim Original Bitcoin ist, das habe ich gerade so im Nebensatz erwähnt, es können relativ wenig Transaktionen gemacht werden. So, und das sind etwa 4,6 Transaktionen pro Sekunde. Wenn man das aufaddiert von den ganzen 600 Sekunden, sind das, also alle 10 Minuten, 600 Sekunden wird das gemacht, und 4,6 sind das etwa in der Sekunde, das sind 65.000 plus alle 10 Minuten. Wenn man das, das war mein Fehler. Das sind 2760 Transaktionen pro Block und 4,6 pro Sekunde. Und wir können das jetzt mal vergleichen. Im Jahr 2013 hat Visa in der Sekunde 65.000 plus Transaktionen gemacht. Und damit, mit dem sollten wir vielleicht zum zweiten Thema kommen. Und zwar, eigentlich ist Bitcoin ja ein POC für eine Währung ohne Staat, für eine Währung, in dem sich die einzelnen Teilnehmer nicht trauen müssen, weil sie beweisen können durch ihre Arbeit, dass man ihnen vertrauen kann. Und um bescheißen zu können, müsste man 51% des Pools aller verfügbaren Rechenpower besitzen, um sicherzustellen, dass man immer der Schnellste ist, der reinrufen kann, und das Ergebnis immer weiß, und damit kann man bescheißen. Das erklärt auch dieses Aufrüsten dieser einzelnen Cluster und zeigt auch schon eines der ersten Probleme. Was ist es, wenn es nur zwei, drei große Mitspieler gibt, die gesamte Rechenpower beherrschen? Das waren jetzt schon ganz schön viele Punkte. Einmal schnell zu Visa. Ist natürlich klar, Visa macht was anderes. Also es bietet kein finales Settlement, sondern die machen das quasi über ihre eigene Datenbank, die sie eben verwalten. Trotzdem ist natürlich die Transaktionszahl von Visa interessante Info, weil wenn man jetzt sagt, wir wollen das alles über Bitcoin abbilden, dann muss man damit rechnen, dass man eben ähnlich viele Transaktionen machen will. Das ist nicht... Ich würde sagen, das ist nicht final gelöst, dieses Problem, ne? Also klar, du kennst wahrscheinlich die üblichen Argumente. Also am Lightning Network wird gearbeitet, aber zum Beispiel auch das Lightning Network hat das Problem, dass eben jeder, der einen Kanal öffnet, muss irgendwie eine Transaktion auf der Blockchain festhalten.
Und beim Schließen dann eben auch wieder. Also es geht eben dann auch nicht ganz ohne Transaktionen. Da gibt es wahrscheinlich einen gewissen Multiplikator. Aber die Frage ist eben auch, ob das reicht. Und dann gibt es eben die Möglichkeit, wirklich auch so andere Sidechains zu verwenden. Also das sind eben dann so Sachen, die immer irgendwie einen geringeren Fußabdruck auf der Blockchain haben, dann ganz viel im eigenen System machen und dann eben nur am Ende dieses finale Settlement wieder in der Blockchain festhalten. Ich hatte gehofft, dass du das sagst. Weil weißt du, was das sind? Das sind Banken. Genauso funktionieren Banken. Und das ist eigentlich was, was von der Vision her ja weg sollte. Banken machen in sich selbst ihr eigenes Settlement. So, du hast deine Zahl. Also, unser Geld in deutschen Banken ist mit 100.000 Euro pro Person, pro Privatperson gesichert bei der Zentralbank. Alles, was du bei einer Bank über 100.000 Euro hast, liegt komplett im Risikobereich der Zentralbank, der Bank. Teilweise, also die Banken, die sichern das ja sogar selber auch nochmal ab, ne? Also das habe ich jetzt bei Greensill, habe ich das extra nachgelesen. Also selbst wenn die Leute über 100.000 hatten, wurde das dann sogar noch mit der privaten Versicherung der Bank quasi, die aber glaube ich auch so fast verpflichtend ist, wenn ich das richtig interpretiere, wurden sogar diese Werte quasi abgedeckt. So muss man sagen, es ist jetzt in Deutschland und ich habe auch das, bei Greensill haben ja viele Städte und Gemeinden Geld verloren, weil die gerade nicht abgesichert waren. Die sind halt davon ausgenommen, ja. Und Deutschland ist auch relativ klein im Verhältnis zur gesamten Welt und es gibt nur in sehr wenigen Ländern eine Einlagensicherung. Das hat man jetzt zum Beispiel gesehen bei, als die Lehman Brothers pleite gegangen sind und die ganze Weltwirtschaft runtergerissen haben, weil die hatten gar keine Einlagensicherung. Das ist nur das, ist es jetzt nur im Prinzip, dass es halt ein Schritt ist von, du hast eigentlich ein System, das ist eine gute Idee, aber du nimmst einen Schritt, was du da tust, ist, du baust alte Probleme da wieder ein. Banken sind ein altes Problem, das wir eigentlich überkommen haben wollten oder dass die Idee ist, mit Bitcoin und anderen Cryptocurrencies zu überwinden und du baust es da wieder ein. Und du hast dann dieselbe Möglichkeit. Weil dir intern, klar, du kannst jetzt sagen, okay, das ist offen, die werden keine Kreditvergabe und so weiter machen, aber wie willst du denn davon abhalten? Es gibt jetzt Coins wie Ripple, die sind der absolute Wahnsinn, weil die das alles machen. Ja? Du investierst da in was, das ist nicht wirklich, es ist zentral kontrolliert. Also Ripple ist, ja egal, wir konzentrieren uns nur auf Bitcoin, ja, weil es ist. Aber ist schon mal plus eins, dass du es Ripple nennst, finde ich sehr gut. Naja, ich kenne halt nur die, die mir untergekommen sind, die absoluter Quatsch sind, wie OneCoin, den es überhaupt nicht, der überhaupt kein Cryptocurrency ist, das absoluter Scam ist und so ein paar andere Sachen. Und es kommen ja halt nur diese technischen Probleme von denen unter. Klar, es gibt gute Leute, die wollen gerne die Probleme, die es bei Bitcoin gibt, lösen. Und wie gesagt, Bitcoin ist nur ein POC. Und die eigentliche Idee, wenn man das Paper ganz genau liest und es versteht, war die eigentliche Idee, dass eine Community eine Chain aufsetzt. Jede Community setzt eine Chain auf. So, es war ein Test, okay, wir testen es mal, machen diese Ding und dann könnte man sagen, okay, wir haben eine Community, ein Dorf zum Beispiel. Also etwas, wo es jetzt kein großes Problem ist, dass du halt alle 10 Minuten deine Transaktion durchlaufen lässt und wo du auch nie über diese paar tausend Transaktionen kommst und die haben eine eigene Blockchain. Und dann können die Blockchains untereinander auch wieder dann Überweisungen machen. Ja, muss man halt einen Weg finden. Also die Idee war eigentlich, dass kommunaler zu gestalten, kommunaleres Wirtschaftssystem und hat jetzt niemand, es ist nicht die Idee, dass es einen Bitcoin für die ganze Welt gibt. Das steht da in dem Paper nicht drin. Das ist nicht so gemeint gewesen. Kann man jetzt auch drüber großartig diskutieren. Der Vorteil von einem zentralen Geld für die ganze Welt ist natürlich ein zentrales Geld für die ganze Welt und das ist auch was, was wir haben. Wir haben mit dem Dollar, mit dem Euro, mit dem Yuan, haben wir zentrale Geldwährungen, die du überall verwenden kannst. Und die Leute haben Bitcoin gesehen, haben gesagt, ja, ich kenne zentrales Geld, also ein Geld für die ganze Welt, dann will ich da auch ein Geld für die ganze Welt draus machen. Das System ist aber nicht dafür gedacht gewesen. Es war ein POC für ein mehr lokales. Erstmal war es ein POC ganz generell und zweitens dann, wenn, wäre eigentlich der Gedanke gewesen, das in kleineren Bereichen aufzusetzen und jeweils eine Chain. Was dann die interessant gemacht haben, ist dieses Forking, was mich auch total nervt. Wenn du deine neue Cryptocurrency gemacht hast, ja, damit du die Leute dazu bekommen hast, rüberzugehen, hast du einen ganz einfachen Marketing-Gag gemacht. Du hast
Du hast dein Protokoll angepasst und hast die Node kopiert und dann ging halt alles andere auf dein Protokoll, aber du hast dieselbe alte Blockchain weitergeschrieben. Das heißt, alle Bitcoin, die du hattest, waren dann auch automatisch alle, wie heißen die, alle Dogecoins, alle Schildkrötencoins, was auch immer. Also hast du diese ganzen Nutzer mitkopiert. Ja, Bitcoin, Bcash. Genau. Und das hätte eigentlich jeder kapieren sollen, dass das Scam ist. Ja, sicher ist, da waren Technologien dabei, die waren sehr sinnvoll und die waren auch gut gedacht. Aber deswegen gleich alles alte Geld mitzukopieren, anstatt so zu machen, wie es gedacht worden war, eine komplett neue Chain aufzusetzen. Ja, die Idee wäre gewesen, iterativ weiterzugehen. Hättest du halt gesagt, okay, das ist Bitcoin 1.0, nächster macht Bitcoin 1.1 auf mit einer leeren Chain und fängt an, von da zu minen und so weiter und so fort. Wurde auch paar Mal versucht, aber ist nicht durchgekommen. Bei einer neuen Chain, da sehe ich dann immer sofort das Liquiditätsproblem. Also du hast ja, also ich würde sagen, jetzt du, ein bisschen gehst du ja auch auf dieses Digital Cash, ne? Also wenn man es jetzt wirklich als Bargeld sehen will oder sagen will, das soll digitales Bargeld werden. Bargeld kann im Prinzip unendlich viele Transaktionen sicherstellen. Das kann eben Bitcoin nicht, die kommt. Und da muss man eben irgendwie skalieren. Und du sagst jetzt, okay, dann könnte es weitere Chains geben und so. Das Problem ist, dann würde dieser Wertspeicheraspekt wieder kaputt gehen. Also eine zentrale Idee, die ich jetzt so da rein interpretiere, ich meine, ich habe das White Paper gelesen, da habe ich schon ganz viel anderes gelesen und so, also war da irgendwie ideologisch wahrscheinlich auch schon vorbelastet. Aber eine Idee für mich ist eben diese, was du auch am Anfang angesprochen hast, diese Wertspeicher-Idee. Ne? Also ich packe da einfach, wenn ich nicht weiß, was ich mit meinem Geld machen will, dann kaufe ich mir dafür Bitcoin oder richtiger wäre, ich tausche es in Bitcoin und dann lasse ich die einfach liegen und irgendwann, wenn ich jetzt irgendwie ein Haus kaufen will oder anfinanzieren, dann tausche ich das eben wieder um oder hinterlege das bei der Bank als Sicherheit. Wenn ich jetzt aber die Angst haben muss, dass eben durch die technologische Innovation sich das immer weiterentwickelt und meine ursprünglichen Bitcoin dann plötzlich nichts mehr wert sind, weil ich irgendwie nicht geschafft habe, rechtzeitig in die neue Blockchain einzukaufen oder so, dann fällt dieser Wertspeicheraspekt weg und in dem Moment ergibt es für mich eigentlich gar keinen Sinn mehr, überhaupt Bitcoin zu kaufen. Das geht ja eigentlich zu unserem nächsten Thema, dann Bitcoin als Wertanlage. Bevor wir dazu kommen, so wie Bitcoin im Moment aufgestellt ist, aus den genannten Gründen und aus den folgenden Gründen, die auch jeder dann sagt, es ist sehr teuer, ja, weil so viel Energie da reinfließt. Und das ist auch ganz klar, wenn der Bitcoin-Preis hoch ist, macht es Sinn zu minen, weil fürs Minen erstellst du neue Bitcoin. Ja, in einer normalen Währung kann die Zentralbank und die Banken können Geld erzeugen aufgrund ihres eigenen Gutdünkens, um die Inflation und Deflation, beziehungsweise immer Inflation der eigentlichen Wirtschaftsleistung des Landes zu stabilisieren. Also habe ich eine Wirtschaft, der es nicht so gut geht, pumpe ich mehr Geld in die Wirtschaft, was zu höheren Inflation führt, was dazu führt, dass das Geld sich öfter verteilt, was dafür eigentlich sorgen soll, dass wenn die Inflation ein bestimmtes Maß hat, dass es den Leuten gut geht. Man sagt so eine, wir gehen davon aus, dass 2% Inflation für eine Wirtschaft gesund ist, ja? Wobei dann alles über 5% ist für eine Wirtschaft ungesund. Man sieht in vor allen Dingen stark wachsenden Wirtschaften, die mit 7-8% wachsen, dass die dann auch 4-7% Inflation nach sich tragen. Und es wird halt neues Geld erzeugt. Also die Wirtschaftswachstum braucht neues Geld, mit anderen Worten. Also wenn die Wirtschaftswachstum gleich der Inflation ist, das ist in Ordnung. Ja, das ist dann der Mehrwert, der durch die Volkswirtschaft geschaffen wurde. Ist natürlich jetzt die Frage, wo dieser Mehrwert herkommt auf einer endlichen Erde. Und die Antwort ist, solange das Services ist, ist das kein Problem. Wenn ich Raubbau an der Natur betreibe, ist das ein Problem. So, Europa sagt 2%, das ist ein stabiles Wachstum, das ist eine stabile Inflation, das hätten wir gerne. Das wird Zentralbank gesteuert. Das wird bei Bitcoin nicht gesteuert. Bitcoin werden neue Bitcoins gemeint und immer weniger langsam gemeint, aber ganz generell ist es ein System der Deflation. Warum Deflation, wenn es wächst bis 21 Millionen? Weil inzwischen, wie viel sind es? 4 Millionen? Ja, 4 Millionen Bitcoin gelten inzwischen als verloren. Da wir keine zentrale Instanz haben, die Passwörter wieder zurücksetzen kann, ist ein Passwort verloren. Ist es wie Bargeld. Wenn du dein Bargeld verbrannt hast oder verloren hast, ist es weg. Es kommt nicht wieder. Du kannst nichts machen.
Und das ist halt bei Bitcoin auch so. Alleine 1,1 Millionen Bitcoin wurden von der Quote, Unquote, ah sorry, das macht man nicht so. 1,1 Millionen Bitcoin gehören dem vermeintlichen Bitcoin-Gründer Satoshi. Vielleicht möchtest du auch gleich ein paar Wörter über den verlieren. Und der hat seine Bitcoin nie angefasst, was auch eine sehr gute Idee ist. Aber es sind halt auch Bitcoin, die man nicht zum Traden verwenden kann. Ja? Es gibt dann das Gegenargument, dass man Bitcoins ja so klein zerteilen kann, ja, bis 10 Stellen, bis 10 Stellen nach dem Komma, dass man damit trotzdem anständige Transaktionen führen kann. Das ist aber nicht das Problem. Für eine Währung ist es ein Problem, dass das eine Deflation bedeutet. Weniger Geld, wenn immer weniger Geld da ist, wird das einzelne Geld immer mehr wert. Das ist Definition von Deflation. Und das bedeutet, dass es Sinn macht, seine Investitionen aufzuschieben, weil das kostet ja morgen weniger. Also wenn ich mir heute einen Tesla kaufe, kostet das 10 Bitcoin. Wenn ich mir morgen einen Tesla kaufe, dann kostet das 9 Bitcoin und so weiter. Weil das Geld wird immer mehr wert. Das ist was, was man bei einer Wertanlage sehr gerne haben möchte. Das ist aber bei einer Währung Selbstmord. Und ich denke ja, dass Bitcoin, in meinem Verständnis sollte das eine Währung sein. Wenn das jetzt, wenn ihr sagt, okay, es gibt auch noch die Gruppe von Menschen, die sagen, das ist eine Währung, trotz der hohen Volatilität, das heißt, trotz den hohen Schwankungen im Bitcoin-Kurs, ist das für manche Länder in Afrika ein guter Ansatz. Und ich sage, ja, es ist ein guter Ansatz für Wert, aber wenn ich etwas haben möchte, das ich als globales Geld betrachte, dann ist das nicht. Das geht nicht. Dafür sind es zu wenig Transaktionen, dafür sind die Kosten der einzelnen Transaktionen zu hoch. Vom Umweltschaden wollen wir gar nicht sprechen. Und dazu ist es zu langsam. Jetzt bei Wertanlage, da stimme ich Jasper zu. Eigentlich macht es das für Wertanlage viel besser als eine Aktie. Denn Aktien können zu schnell getradet werden. So bei nur fast 2800 Transaktionen alle 10 Minuten können diese Abstürze, die wir bei Aktien haben, in den Millionen in der Sekunde getradet werden können, gar nicht passieren. Ja, du sagst zwar, du willst verkaufen, aber du musst dann halt 2 Tage warten, wenn du gerade in so einen Downrush reingerätst. Also bei Aktien muss man das so erklären, dieser High-Speed-Trading, das wird alles von Computern gemacht, bei denen es sogar davon ankommt, wie nah die Computer aneinander stehen, damit die Cut-Kabel nur extrem kurz sind. Ja? Und in den Fällen, wenn die Computer eine Downward Spiral berechnen, dann steigen sie alle aus. Und die kaufen sich dann halt wieder günstig ein. Also das Ziel vom Aktienhandel ist ja, du kaufst ein auf dem Weg nach oben und du verkaufst, bevor es die Spitze erreicht hat. Und du bist nicht dabei, wenn der Weg nach unten geht. Und wenn es das Bottom erreicht hat, wenn es wieder steigt, kaufst du wieder ein. Das ist das Ziel von den Computern. So sind die berechnet. Das heißt, wenn die sehen, dass was fällt und die nicht, nicht das Vertrauen darin haben, dass der Algorithmus nicht das Vertrauen hat, dass das gleich wieder hochgeht, dann verkaufen die und damit verstärken sie den Trend. Und so sind Menschen halt auch, nur viel langsamer als Computer. Und genau das, gegen das ist Bitcoin gesichert. Dadurch, dass einfach nicht genügend Transaktionen zur Verfügung sind, um diese Downward Spirals herzustellen. Das ist schön. Das heißt, das ist positiv und das ist besser als bei Aktien. Diese Sache mit den ganzen Minern, das könnte man oder das haben auch andere Cryptocurrencies gelöst, indem sie das beschränken, indem man einfache Regeln macht. Was wir aber jetzt auch wissen von Bitcoin ist ein puristisches System. Das heißt, als gesagt wurde, wir können ja die Blockgröße verändern, hat sich die Mehrheit der Bitcoin-Teilnehmer dafür entschieden, es nicht zu machen. Und genauso hat sich auch die Mehrheit der Bitcoin Teilnehmer dafür entschieden, nicht Einschränkungen zu machen, die dafür sicherstellen würden, dass das Mining beschränkt wird. Ich wollte nicht unhöflich reingrätschen. Also da waren jetzt natürlich auch sehr viele Punkte. Also erstmal finde ich das schön, dass du gesagt hast, Bitcoin als Wertanlage zumindest du hast jetzt nicht gesagt, eine gute Alternative zu Aktien, aber auf dem Gebiet konkurriert es wenigstens ein bisschen und ist vielleicht auch nicht ganz so unsinnig. Ich glaube, da geben sich aber jetzt, also jetzt kritisiere ich mal die Bitcoiner oder einige Bitcoiner auch den Illusionen hin, dass das ausreicht.
sozusagen. Also du sagst sozusagen, ja, aber wenn es ein Wertspeicher ist, dann ist es ja im Prinzip genug. Das Problem ist, dass es nicht klar ist oder für mich auch nicht intuitiv, dass es allein als Wertspeicher funktionieren kann, weil diese Wertspeicherqualität basiert ja darauf, dass Leute es verwenden, sozusagen, also dass es quasi angewendet wird, ne? Und du hast jetzt schon richtig gesagt, also im Prinzip braucht man dann wieder Banken, jedenfalls wie es momentan ist. Ich würde das ein bisschen einschränken. Also zum Beispiel jetzt, wenn man sich die Sidechains anguckt, die es so gibt, die sind vielleicht transparenter als die Banken, die es bisher gibt. Und auch das Lightning-Netzwerk würde ich jetzt nicht als Bank bezeichnen. Das hat gewisse Nachteile gegenüber Bitcoin. Also das wirklich finale Settlement muss eben, wie gesagt, wieder über eine Transaktion gemacht werden. Ansonsten ermöglicht es aber wahnsinnig viele Transaktionen, also im Prinzip mehr oder weniger unendlich Transaktionen durch das Netzwerk zu schieben. Und das auch wieder ohne Dritte. Ne? Ach so, ja, also Satoshi ist für mich fast schon irrelevant. Also das ist eine anonyme Entität, die die erste Bitcoin-Version sozusagen programmiert hat und auch das White Paper dann geschrieben, und die ist dann verschwunden. Also das reicht mir eigentlich. Ob das wirklich ein einzelner Mann war, also ich glaube, er redet von sich selber im Maskulin, deshalb darf man das meiner Meinung nach, oder eben ein Team, oder ob das jetzt die CIA war oder was weiß ich, der ist einfach weg und der kommt, glaube ich, auch nicht wieder. Also es wäre natürlich ein riesiger Schock, wenn jetzt irgendwann mal die Sats, also Satoshi, die kleinste Bitcoin-Einheit ist ja eigentlich der Satoshi. Ein Bitcoin gibt es so gesehen gar nicht. Wenn er die mal wieder bewegen würde, das wäre spannend. Aber ich glaube, selbst das würde dann quasi einen Preisschock hervorrufen und würde sich dann wieder einpegeln. Da bin ich nicht deiner Meinung. Ich denke, das ist bei mir einer der Punkte vom Endgame. Ich denke, das wäre das Ende von Bitcoin. Deswegen wird es auch nicht passieren. Ja? Ich finde es interessant, weil es so eine mythische Figur ist, die dahinter steckt. Und deswegen mag ich es auch ehrlich gesagt nicht. Mir wäre es persönlich lieber, wenn eine Person da wäre, die das Ganze führen würde und das Kind nicht alleine gelassen hätte. Ich kann es jetzt verstehen von dem Gedanken her. Von was der POC eigentlich machen sollte, war es wichtig, da anonym dran zu gehen. Weil es sollte ja keine Abhängigkeit geben. Wenn wir jetzt nehmen wir Linus von Linux, der ist ja der Führer. Im Endeffekt entscheidet immer noch eine Person auf der Welt, was in den Linux-Kernel reingeht und was nicht. Und wenn diese Person nicht mehr lebt, dann ist diese Führungsperson weg. Oder wenn diese Person es nicht mehr machen will und sich nicht um die Nachfolge gekümmert hat, ist da bei Linux ein Problem. Und genau diese Situation kann ich mir vorstellen, dass wer immer hinter Bitcoin steht, nicht haben wollte. Und dann auch gesagt und wahrscheinlich sogar einen richtigen Hardcut gemacht hat und die Keys zerstört, sodass die gar nicht in der Lage sind, diese Bitcoins zu bewegen. Ja, oder der ist gestorben oder so, ne? Das gibt's ja auch Theorien. Ja, klar, jetzt von meiner Analyse, ich denke nicht. Also ich denke, nicht so lange ist es nicht her. Möglich wäre es natürlich. Ich denke auch, ein Team ist wahrscheinlicher als eine einzelne Person. Man braucht da schon sehr, 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 sehr großes Wissen. Und ich denke, selbst wenn es da eine Führungsperson gab, die die ganze Kommunikation macht, gab es wahrscheinlich einen kleinen Kreis von drei, vier Personen, die das gesamte Ding entwickelt haben und dann wahrscheinlich zusammen entschieden haben, ihr Zeug zu löschen. Vielleicht haben sie danach, haben sie, sind sie sogar tatsächlich unter den ersten Minern, haben halt diesen ersten zentralen Knoten, diesen ersten zentralen Gemeinden 1,1 halt da liegen lassen und zerstört, damit sie kein Problem haben. Und die wahrscheinlichste Version ist wirklich davon, dass sie nicht diese Figur sein wollen, auf die das gesamte Movement schaut. Ja, genau, man will einfach Single Points of Failure, ne? Also so Schwachstellen im System einfach so. Genau. Und das passt auch zu der ganzen Aufsetzung von Bitcoin. Ja, das ist jetzt bei Linux was anderes oder es ist bei anderen großen IT-Visionären halt was anderes. Und in dem Fall haben wir es halt mit Leuten zu tun, die sich da nicht in den Vordergrund spielen wollen, weil sie denken, dass das den Gedanken widerspricht. Und das macht es mir auch ganz sympathisch. Ja, es ist natürlich, es macht es mysteriös und es macht es mir sympathisch. Hab damit, finde ich, okay. Ich habe ein Problem mit der Energieverschwendung und ich habe ein,
Ich sehe auch schon das nächste Ding auftauchen, was jetzt Bitcoin gefährden könnte, als Wertanlage. Und das beantwortet aber auch eine Frage von dir von vorher. Und das sind diese NFTs, diese Non-Fungible Tokens, ja, indem man einfach sagt, okay, CryptoKitties. deine Frage war einfach, wenn man jetzt keine Energie reinsteckt und was ist da eigentlich der Gegenwert was ist der Gegenwert meiner Geldanlage Bitcoin, wenn das draußen nicht funktioniert? Und dann kannst du dieselbe Frage stellen, was ist dein Gegenwert an einem Kunstwerk, an einer Immobilie oder an diesen NFTs? Es gibt keinen Gegenwert, denn Geld ist immer virtuell. Geld ist immer etwas, was nur in unserem Geist entsteht. Wir glauben, dass wir etwas für Geld bekommen können und deswegen funktioniert es. Das ist genau das halt, was bei der Finanzkrise 2008 nicht funktioniert hat. Also du musst dir keine Sorgen darum machen, dass wenn jetzt Bitcoin nicht als Währung verwendet werden kann, dass es deswegen seinen Wert verliert. Das ist nicht der Fall. Das kannst du komplett independent davon halten. Das ist mit Aktien genauso. Eine Firma ist nicht so viel wert, wie sie in Aktien da draufsteht. Und ein ganz wichtiges Ding, das wir uns auch vergegenwärtigen müssen. Wenn jetzt der letzte verkaufte Bitcoin, wenn der jetzt 60.000 Euro wert war, dann sind nicht alle Bitcoin 60.000 Euro wert. Und das gilt auch für Aktien. Es ist die letzte Aktie, die verkauft wurde, die wurde für diesen Preis verkauft. Das ist es. Ja? Wenn du jetzt alle Aktien verkaufen würde, dann würden die Preis der Aktien gegen null, für die letzten gegen null sinken. Und natürlich kann man auch da einen Algorithmus drüber laufen lassen und kann berechnen, wenn ich also unendlich die Möglichkeit habe, unendlich schnell zu verkaufen, wie viel ist das letzte Wert? Und dann kommen wir wieder bei was mit der eulerischen Zahl raus. Das heißt, es wäre eigentlich relativ einfach. Also die eulerische Zahl sagt aus, wenn ich immer Zinsen bekomme, wenn ich unendlich viele Zinsen. Ach Gott. Gut. Okay, ganz kurz. In der Mathematik gibt es zwei wichtige Zahlen. Das eine ist Pi, das hilft, um Kreise zu berechnen. Und das andere ist die eulerische Zahl. Die eulerische Zahl nimmst du, um sich ausbreitende Sachen wie das Bakterienwachstum und so weiter zu berechnen. Und die Idee, die dahinter steckt, ist, wenn ich Zinsen bekomme, wenn ich ein gewisses Summe anlege für ein Jahr und ich bekomme die Zinsen im gesamten Jahr, dann bekomme ich ja die Zinsen auf den ursprünglichen Beitrag. Wenn ich jetzt die Zinsen vierteljährlich berechne, dann bekomme ich ja schon die Zinsen fürs erste Vierteljahr beim ersten. Das heißt, beim zweiten Mal bekomme ich ja auch Zinsen auf das, was ich beim ersten Mal schon als Zinsen bekommen habe. Genau, Zinseszins innerhalb des Jahres. So, wenn ich die Berechnung des Zinses jede kleinstmögliche Zeiteinheit bekomme, wie hoch ist dann die gesamte Zinsberechnung? Die ist nicht unendlich, sondern das ist 2,7 irgendwas, das ist die eulerische Zahl. Den Punkt muss ich ehrlich gestehen, also vielleicht weil ich auch mit der eulerischen Zahl nicht so versiert bin, nicht verstanden. Ich finde es immer, ja, wie du magst. Auf der anderen Seite ist es natürlich immer ein Netzwerk von Menschen, die das traden. Also auch wenn da irgendwie irgendwelche Algorithmen dahinter stehen, die im Auftrag der Menschen traden, sind es ja am Ende Menschen. Und nach meiner Logik kann der Preis eben nicht auf Null gehen, solange eben Leute bereit sind, Geld dafür auszugeben. Genau, mein Punkt war das gar nicht. Mein Punkt ist nur, Bitcoin ist nicht 60.000 Euro mal 21 Millionen wert. Das ist nicht der gesamte Wert der Bitcoins. Genauso wenig wie Volkswagen 1.400 mal alle der Anzahl ausgegebener Volkswagen-Aktien wert ist. Das ist BS. Das schreiben die Leute gerne drunter, das ist aber nicht der Fall. Ja? Du sagst, Deswegen. der Wert, der fällt quasi je schneller, desto schneller jemand, zum Beispiel Elon Musk oder Elon Musk, seine Coins dumpt sozusagen. Ne? Weil dann kann der Markt das irgendwie nicht auffangen und dann würde es eine ordentliche Delle. Auch wenn es langsam wäre, sagen wir, es würde nur Verkäufe geben, es ist jetzt ganz egal was. Wir würden irgendetwas nur verkaufen. Dann, also um diesen Wert zu realisieren, ja, sagen es gibt alle 21 Millionen Bitcoin, es gibt Käufer dafür und es gibt ja immer Angebot und Nachfrage. So, wenn es nur einen Bitcoin gibt, dann ist die Nachfrage so hoch. Und dann tue ich aber alle 21 Millionen, dann geht die Nachfrage halt sehr schnell nach unten. Und dann kann ich die Summe aller Verkäufe zusammenrechnen und das ist dann der gesamte Wert, den ich realisieren konnte. Das heißt,
Es ist ein theoretischer Wert, diese 60.000, weil das die letzte getradete Bitcoin ist. Und wenn ich jetzt aber ganz viele Bitcoin traden würde und so viel Nachfrage ist nicht im Markt existiert, dann würde der Preis auch dementsprechend runtergehen. Ja klar, es gibt ja ganz viele Szenarien, irgendwie ein ganz schlimmer Bug wäre bekannt geworden und dann plötzlich sind die Leute eben nicht mehr bereit, so viel für einen Bitcoin zu bezahlen, dann würde der Preis halt so weit stürzen, bis irgendwer dann doch wieder sagt, na gut, aber vielleicht wird der Bug ja behoben. Genau. Nö, es muss gar kein Bug sein. Das ist ein ganz normale menschliche Ding. Ich denke nur, dass es nicht viel bringt, Bitcoin als Währung zu verwenden, um das zu stabilisieren. Es ist wie mit Aktien und wie mit Kunstgegenständen. Du musst den Glauben daran haben, dass der Nächste dir dafür mehr bezahlt. Das ist nur Glaube. Du kannst es nicht schützen. Du kannst sagen, es als Währung zu verwenden, würde dir dann nicht viel mehr Sicherheit bringen als Wertanlage. Um die Wertanlage zu sichern, würde es dir nicht viel mehr bringen, es als Währung zu verwenden. Um es als Wertanlage zu haben, ist es wichtiger, dass es Banken gibt, die es annehmen. Ich habe ein kleines Problem mit dem Begriff Währung, weil ich nämlich trotz vieler Nachfragen, ich habe es auch gelesen, Währung hat so bestimmte rechtliche Aspekte, aber was ich eigentlich nur meine ist, es macht für mich Sinn, zu sparen oder als Wertanlage das gut zu nehmen, dass ich auch dann, wenn ich in der Not bin oder irgendwie, muss ja nicht mal in der Not sein, aber wenn ich es irgendwie tauschen möchte, den liquidesten Markt, also die meisten potenziellen Käufer einfach habe. Ne? Und wenn ich weiß, dieses Gut Bitcoin, das benutzen ganz viele Leute alltäglich, um irgendwie zu tauschen, ja, dann würde das in meinem Fall, ich weiß nicht, ob das bei jedem so ist, aber mein Vertrauen da rein erhöhen und somit eben auch den potenziellen Höchstpreis oder Preis, den das Ganze. Ich denke, da hast du vollkommen recht, so sehe ich das auch. Wenn Bitcoin überall angenommen werden, und damit sprechen wir nicht von Läden, sondern von Banken, die auch Aktien verkaufen, also wenn an Aktienmärkten auch Bitcoin gehandelt werden, ist das ein sehr positives Zeichen für Bitcoin. Wenn du in deinem Depot, wo du deine Aktien halten kannst, auch Bitcoin halten kannst, und da, denke ich, gehören sie auch hin, dann ist das ein positives Zeichen. Dass Tesla Bitcoin erlaubt. Einspringen, weil das Problem ist ja, wenn wir jetzt wirklich sagen, wir handeln oder tauschen Bitcoin nur noch durch Intermediäre, dann brauchen wir, also du sagst ja, der Stromverbrauch ist unsinnig, vielleicht ist das auch das, worauf du hinaus willst, dann brauchen wir den Stromverbrauch nicht, dann brauchen wir das Mining nicht, dann können wir ja sagen, wir überlassen das wieder im Quorum, ja, also wir überlassen das einfach wieder den Banken irgendwie die Transaktion zu signieren und damit wird das ganze System aus meiner Sicht unsinnig. Also es gibt auch Leute, und denen würde ich mich auch fast anschließen, ist jetzt sozusagen mein Disclaimer, beim Bitcoin-Kauf, das kann immer weiter steigen, aber man sollte sich da nichts vormachen. Solange das eben so dezentral verwendet wird, wird es eben auch auf dem Schwarzmarkt verwendet und vielleicht will das tatsächlich eine Regierung unterbinden oder jedenfalls nimmt sie das irgendwie als Vorwand, um es zu verbieten. Auf jeden Fall ist für mich der untere Boundary sozusagen, also wie weit der Bitcoin jetzt fallen könnte, der bewegt sich dann irgendwo in dem Wert, den ein Bitcoin haben würde, wenn er nur noch im Schwarzmarkt verwendet werden würde. Ja, also ich mache das Sinn. Also der momentane Preis von Bitcoin, der geht schon sehr stark in die Richtung des legalen Marktes. Die Frage ist eben, oder worauf alle Leute setzen, die zu diesem Preis, also momentan ist es gerade so auf der Schwelle, ja, aber wenn es jetzt noch mehr wird, die zu diesem Preis einkaufen, die sagen im Prinzip alle, es wird so weitergehen, es bleibt legal, ne? Und es gibt große Bewegungen dagegen, also das merkt man ja, wenn man sich auf Twitter rumtreibt oder du hast ja jetzt auch gesagt, ne, das ist ja eigentlich wertend, aber dieser unsinnige Energieverbrauch, ja, wenn das halt in genügend Köpfen drin ist, dann wählen die halt nächste Wahl alle die Grünen und dann wird Bitcoin halt verboten, ne? Also und dann, bumm, kannst du es in Deutschland nur noch auf dem Schwarzmarkt verwenden und was in Deutschland gemacht wird, wird ja wahrscheinlich dann auch in anderen Nationen gemacht. Und also das sollte man immer einkalkulieren, ne? Ich würde nicht sagen, also ich hätte nicht kein Problem damit, die Grünen zu wählen. Und ich hätte auch jetzt kein Problem, dass Bitcoin verboten wird. Ich glaube nicht, dass das Bitcoin schaden würde, wenn jetzt Deutschland es verbieten würde oder Europa. Ich denke, die Haupttransaktionen sind woanders. Aber das ist nicht der Punkt. Ich stimme dir vollkommen zu. Wenn Bitcoin nicht mehr so funktioniert, wie es ursprünglich von gedacht worden ist, auch mit dem Minen, dann ist das eine hohe Gefahr für Bitcoin. Ich denke, dass jetzt schon die meisten Leute Bitcoin als Spekulationsobjekt verwenden.
Und ich denke auch jetzt schon, dass die meisten Leute nicht Bitcoin, also dass sie nicht ihre eigenen Nodes laufen lassen, sondern dass sie das über Intermediäre kaufen, die ihre Nodes dann hoffentlich laufen lassen. Und ich denke, dass das schon so läuft, dass Banken diese Intermediäre werden. Ich denke, dass das, was Tesla macht, das ein Angebot zu machen, dass man direkt damit Bitcoin kaufen kann, dass das Quatsch ist. Das ist ein Marketing-Gag, ein ziemlich teuer Marketing-Gag, der auch nach hinten losgehen kann, meiner Meinung nach. Das stimmt. Also ich wollte nur mal kurz sagen, dem stimme ich auch zu. Also die Intermediäre werden zu Banken, würde ich sagen. Ne? Also so die großen Exchanges. Und Banken, die jetzt existieren, werden sich gezwungen fühlen, Intermediäre zu werden für Bitcoin. Das wiederum festigt den Bitcoin als Wertanlage. Ich denke, Bitcoin als Wertanlage hat eine Zukunft. Viele andere Kryptowährungen müssen dafür sterben, weil wir können nicht x Kryptowährungen haben als diese Wertanlage. Ich sag alle. Also ich glaube, also ich sag alle oder eben so 80-20-Regel oder so, ne? Also aus meiner Sicht ergibt es eigentlich wenig Sinn. Das ist auch wieder dieses Liquiditätsargument, dass man überhaupt andere Wertspeicher, also jetzt aus einer Klasse, noch neben Bitcoin hat, also im Bereich, das wird ja immer Kryptowährung genannt. Das ergibt für mich keinen Sinn. Also ich würde dann vielleicht diversifizieren über die Klassen hinweg, ja, also Immobilien, was weiß ich, Gold, ja, also aber mehrere im Bereich der Cryptocurrencies. Das macht Spaß als Pokern, ne? Aber langfristig sinnlos aus meiner Sicht. Ja, für mich ist aber interessanter ist halt Bitcoin als Geld, weil ich sehe, dass ich als Science-Fiction-Autor und als Futurist weiß, dass wir ein Problem mit Geld haben. Und Bitcoin als Wertanlage löst dieses Problem nicht. Bitcoin schafft einen neuen Layer in der Diversifizierung, wie du es gerade gesagt hast, ja? Du tust so viel in Aktien, du tust so viel in Barmittel, du tust so viel in Juwelen bzw. Gold und du tust so viel in Bitcoin. Und das ist ein Stabilisierungsfaktor. Bitcoin ist wie Gold ein Stabilisierungsfaktor in deiner gesamten Finanzaufstellung. Das ist nicht schlecht, das ist gut, das legitimiert die Existenz. Kein Problem. Es ist nicht revolutionär, was das Geld angeht und die Idee von Geld. Es löst nicht das Problem, dass die Reichen immer reicher werden und die Armen immer ärmer. Es löst andere Probleme der Ungleichheit auf diesem Planeten nicht. Und es gibt Leute, und das ist nicht, ich habe mit denen kein Problem, sondern ich würde gerne verstehen, wie sie das sich denken, die die Welt verbessern wollen mit Bitcoin. So, das eine Beispiel, das ich gehört habe, das ich auch für okayisch finde, ist, dass Bitcoin-Miner in Afrika sich neben ein Wasserkraftwerk gesetzt haben, da, und dieses Wasserkraftwerk dann finanziert haben und den überflüssigen Strom dieses Wasserkraftwerks gekauft haben, um es zu finanzieren, sodass dann die unterentwickelten Gegenden außenrum auch Strom bekommen. So, der Bitcoin finanziert durch das Mining diese Anlagen. Das heißt, kannst halt sagen, du nimmst dir einen Antminer und der finanziert sich nicht nur selber, sondern er finanziert auch die Stromquelle dafür. Das finde ich eine interessante Idee und ich kann mir auch vorstellen, ich habe es jetzt nicht nachgerechnet, ich kann mir vorstellen, dass das mit dem augenblicklichen Preis funktioniert und das wäre ein Lichtschimmer, den ich sehen würde. Ich denke, die Europäische Union könnte durchsetzen, dass man in Europa nicht minen darf, wenn man nicht mit Ökostrom meint. Das ist in Europa auch gar kein Problem. Ich sehe das als ein größeres Problem, da wo die wirklich großen Mining-Sachen mit Kohle gesetzt werden. Aber das würde ich nicht durch Technologie und ich denke auch nicht, dass man das durch Technologie lösen kann, sondern ich denke, das muss man durch Gesetze lösen. Wo wir jetzt zu den Sachen Schwarzmarkt kommen. Wo wir zu den Sachen illegaler Markt kommen, da gibt es zwei Dinge. Die meisten Menschen denken dann an Drogen und an Waffen. Sicher, Leute werden Drogen und Waffen kaufen damit. Aber was die Zentralbanken nicht wollen und was die Zentralbanken gerne loswerden wollen, ist nicht umsatzsteuerversteuertes Geld. Also, wenn der Handwerker dir eine viel zu niedrige Rechnung ausstellt oder gar keine Rechnung ausstellt für seine Sachen. Das ist, was Zentralbanken gerne loswerden wollen. Die wollen ihre Steuereinnahmen haben. Also denen geht es um Steuereinnahmen. Die scheren sich nicht so sehr, sorry, die scheren sich echt nicht so sehr um Drogenverkäufe und so weiter, weil darauf gibt es eh keine Steuern.
weil das ja illegal ist. Würde ich zustimmen. Ich würde mal in Anführungszeichen nochmal sagen, so ist es halt in demokratischen Staaten, also auch in Anführungszeichen demokratischen, was auch immer darunter jetzt fallen mag, in denen, die wir jetzt vielleicht irgendwie, ist auch so ein schwammiger Begriff, irgendwie frei nennen oder so. Und natürlich gibt es dann noch andere Sachen, dass man einfach Zahlungen unterbinden will zwischen Leuten, die dem Regime nicht sympathisch genug erscheinen sozusagen. Ja, so, und dazu muss ich halt sagen, zu dem Punkt, wenn das sagt, dann komme ich immer gerne mit meinem, wenn dein einziges Werkzeug ein Hammer ist, dann ist jedes Problem ein Nagel. Wenn dein einziges Werkzeug ein Hammer ist, ist jedes Problem ein Nagel. Und das sehe ich immer mit diesen Themen, mit diesen Buzzword-Themen wie Blockchain. Für eine Weile lang, vor ein paar Jahren, wollte jeder jedes Problem mit Blockchain lösen. Und ich habe diesen Satz auch jetzt gerade vor einer Woche wieder gehört. Können wir das nicht mit Blockchain lösen? So gehst du an ein Problem nicht ran. Du analysierst ein Problem und dann suchst du die einfachste, effizienteste Art, das zu lösen. Und du gehst nicht ran und versuchst es mit einer Technologie zu lösen. Das klappt nicht. Das ist jetzt nicht unique zu Blockchain. Das habe ich mit allem in meinem beruflichen Leben. Die kommen und sagen, ich will das einsetzen, lass uns das einsetzen. Und dann muss ich denen sagen, komm doch bitte mit einem Problem, dann analysieren wir dein Problem und dann entscheiden wir, wie wir am einfachsten dein Problem lösen können. Und sehr wahrscheinlich ist halt das, was mit dem du da kommst, nicht die Lösung. Ja? Aber das ist ein Problem, auch die Mittelvergabe. Ne? Also man hat immer das Gefühl, so technische Innovationen, die lassen sich irgendwie besser verkaufen, warum auch immer. Ne? Also die Leute irgendwie, ich weiß nicht, ob das die Leute in den öffentlichen Vergabestellen sind, vielleicht sogar auch die privaten Investoren, die sagen, oh, das ist jetzt der Trend und man fährt vielleicht generell nie so verkehrt, wenn man auf einen Trend aufspringt. Bei den Privaten, die wissen vielleicht, okay, wir verkaufen einfach unsere Anteile sowieso so früh wieder. Bis dahin ist der Hokuspokus nicht aufgeflogen. Und die Öffentlichen, die sagen, ja, uns ist es eigentlich nur wichtig, so kurzfristig in der öffentlichen Meinung als innovativ dazustehen oder so. Ich verstehe es auch nicht mit der Blockchain. Also ich denke, ich sehe auch keine Anwendung dafür. In den meisten Fällen. Ja, so, das möchte ich wiederholen und ich finde es schade, dass wir uns da, ich hätte gehofft, dass wir da ein bisschen kontroverser sind. Ich sehe keinen Anwendungsfall für Blockchain. In meinem beruflichen Alltag ist mir noch kein Anwendungsfall für eine reine Blockchain, wie sie in Bitcoin mit Proof of Work implementiert ist, habe ich nicht gesehen. Klar, dezentrale Datenbanken, die gibt es aber auch schon seit 30 Jahren. Die können wir jetzt Blockchain nennen, die nennen wir jetzt auch einfach Blockchain. Das ist aber so alter Wein in so neuen Schläuchen. Ja, das natürlich. Wo wir nee, bin ich komplett bei dir. Also ich meine, ich nehme natürlich immer den einen Anwendungsfall, nämlich Bitcoin, also BTC, aus. Aber ansonsten bin ich da voll bei dir. Gut, wir sind leider schon on top of the hour. Ich hätte gehofft, dass wir ein bisschen kontroverser sind. Wenn sich jetzt jemand das angehört hat und denkt, ich habe da eine ganz andere Meinung. Ich denke, wir haben kein Problem, nochmal einen zweiten Teil zu machen. Dann meldet euch gerne bei uns. Wir würden uns freuen. So, wo findet man dich, Jasper? Ja, also ich würde sagen, ein guter Einstieg ist einfach Twitter oder einfach Google, Bitcoin und Sci-Fi. Da sollte man mich irgendwie finden. Auf Twitter gibt es dann einen Link zum anderen Twitter-Account und zu meiner Homepage und was auch immer, aber Bitcoin und Sci-Fi reicht schon. Genau, ich wollte auch sagen, also ich hab jede Menge auch noch viele Antworten auf viele Sachen, die du so angerissen hast, die jetzt zeitlich oder aus Höflichkeit ich jetzt nicht bringen wollte. Ich denke, genau, ein zentrales... Du kannst es jetzt noch bringen und als, höflich musst du nicht sein. Genau, das zentrale Mantra von Bitcoin ist ja don't trust, verify, ne? Also nicht irgendwie blind irgendwelchen Leuten vertrauen, sondern lies selber nach, ne? Also zum Beispiel, du hast das ja echt super gemacht, du hast dich echt viel informiert, dir einen informierten Standpunkt erarbeitet sozusagen, und das muss eigentlich jeder machen, der sich mit diesem Thema auseinandersetzt, oder sollte jeder machen, sonst ist man eben ausgeliefert Käufern, den Bullshittern. Das ist eigentlich, finde ich, auch einer der größten Werte, den Bitcoin hat eben, dass es einfach diese Debatte entfacht. Ja, also das ist vielleicht ein schwer fassbarer Wert, aber einfach, dass Leute sich bilden. Ich bin zum Beispiel auch, wie viele Bitcoiner, sind ja so demokratiekritisch. Das bin ich überhaupt nicht. Ich sage einfach, man muss immer sich Zeit nehmen füreinander und einander quasi fortbilden, Fragen beantworten, auch Fragen stellen und sich selber überprüfen. Und ich glaube, dass Bitcoin da einen ganz großen
Beitrag zur Debatte macht. Also selbst wenn man alle anderen Sachen irgendwie als Bullshit dann entlarvt letztendlich, das kann ja gut sein, dann wird es sich trotzdem gelohnt haben, allein anhand dieses Aspekts. Gut, das waren schöne letzte Worte, dann würde ich sagen, auf Wiederhören. Ja, macht's gut, tschüss. Wartet, ich habe noch was vergessen. Wenn euch unser Podcast gefällt und ihr vielleicht sogar mitmachen möchtet, würden wir uns über Nachrichten von euch freuen. Ihr erreicht uns unter anderem über podcast@rewrite-podcast.de, Twitter oder Reddit. Über Kritik und Kommentare freuen wir uns natürlich auch. Ihr könnt uns unterstützen, indem ihr uns weiterempfehlt und bewertet, zum Beispiel auf iTunes, Spotify oder YouTube oder auf jeder anderen Podcast-Plattform, die uns führen. Zum Mitmachen braucht ihr nichts weiter zu haben als ein Headset und das kostenlose Programm StudioLink Standalone. Ihr könnt eigene Themen vorschlagen oder ihr sucht euch etwas aus unserem Sendeplan aus. Den Sendeplan und die weiterführenden Links findet ihr unter rewrite-podcast.de/mitmachen. Und ihr könnt auch bei unserem Geschwister-Podcast Podyssey reinhören. Podyssey veröffentlicht alle 2 Wochen eine Kurzgeschichte aus den Genren Fantasy und Science Fiction. Wenn ihr ein paar von unseren tollen Podcast-Aufklebern haben möchtet, dann schickt uns einfach eine Nachricht mit eurer Adresse und wir schicken euch Aufkleber. Tschüss!